die Gäste des Podiums von links nach rechts, von mir aus gesehen, Aris, also Kyriakos Hatzistefanou aus Griechenland. Und Katharina Kittili, ebenfalls aus Griechenland. Beide sind Journalisten und haben den unter uns sehr bekannten Film Deptocracy gemacht, der auch mit einem Link auf der Attac-Krisen-Homepage zu finden ist und der in Griechenland, habe ich mir sagen lassen, sehr bekannt geworden ist und der auch uns hier mit entsprechenden deutschen Untertiteln allerdings sehr geholfen hat, die Zusammenhänge der Krisenentwicklung und die Hintergründe im Neoliberalismus zu verstehen. Vielen Dank, dass ihr beiden hier seid. Rechts von mir, gerade eben eingeschneit, Einar Guðmundsson, ein bekannter isländischer Schriftsteller, der gerade jetzt auch zur Buchmesse in Deutschland ist. Island ist ja Gastland der Buchmesse. Und politischer Aktivist, der nach der ersten Bankenrettung in Island den Rücktritt der Regierung damals verlangte. 2009 ist dann ja die isländische Regierung auch zurückgetreten. Einar, schön, dass du hier bist. Vielen Dank für dein Kommen. Und dann Carlos Cuesta aus Spanien, dort im Vorstand von Attac Spanien und Aktivist in der Bewegung des 15. Mai. Carlos, danke, dass du hier bist. Ich möchte kurz etwas sagen zum Ablauf des ersten Podiums. Nach einer ganz kurzen Einleitung, die so ein bisschen den Fokus betonen soll, werden wir drei Statements aus den drei verschiedenen hier vertretenen Ländern hören, die am Anfang den Schwerpunkt haben, die Lebensrealität uns noch einmal zu verdeutlichen. Was heißt eigentlich Krise? Es geht hier uns nicht um ein akademisches Treffen, sondern es geht darum, die Realität der Menschen in den in Europa besonders betroffenen Ländern sehr plastisch und sehr konkret zu verstehen. Was heißt Krise und was heißt Protest? In welchen Formen wird Protest lebendig? Nicht erst heute, sondern in vielen Ländern auch schon vorher. Dann besteht Gelegenheit für Sie, Fragen an das Podium zu stellen. Das müssen wir, da bitte ich jetzt schon um Verständnis, natürlich zeitlich begrenzen, damit wir bis heute Mittag fertig sind. Das ganze Hearing hat ja nur eine begrenzte Zeit. Danach gibt es drei Statements noch einmal zu den Schwerpunkten der Krisenursachen und der Alternativen, die in der Bewegung selbst diskutiert werden und gefordert werden. Dann erneut drei, vier Rückfragen von Ihnen. So in der Größenordnung wird das sein. Und eine kurze Schlussrunde. Damit ist dann auch schon die Zeit um. Wir gehen dann gegen 12 in die Mittagspause und um 13.15 Uhr geht es dann im Hearing weiter. Das ist der Ablauf heute Morgen. Ich bitte jetzt schon um Verständnis, dass ich etwas dafür sorgen werde, dass wir den Ablauf auch so schaffen und bitte Sie, gerade in den Fragen, sich deshalb ein bisschen kurz zu fassen und sozusagen keine langen Referate zu machen, sondern einfach an die Referenten hier vorne zu fragen. Menschen gehen in vielen Städten auf die Straße. Heute ist ja ein besonderer Tag, am 15.10., dem weltweiten Aktionstag, um für eine solidarische Gesellschaft, für ein soziales Europa und auch für Gerechtigkeit für den globalen Süden einzutreten. Sie wenden sich damit gegen die Enteignung ihrer Zukunft, gegen Sozialabbau, gegen Privatisierung und Demokratieverlust
als Folgen der Wirtschafts- und Staatsschuldenkrise. Und die Proteste sind bunt, sind vielstimmig, sind sicher auch manchmal chaotisch, aber sie sind bitter nötig. Und sie sind ein Gegenentwurf gegen dumpfe rassistische Wut, die in Zeiten der Wirtschaftskrise droht. Wir dagegen streiten, und deshalb sind auch viele von Ihnen hier, für eine solidarische Welt. Das Motto, unter das ATTAC seinen Aufruf gestellt hat, ist United for Global Change. Die Proteste auf der Puerta del Sol, dem Syntagma-Platz, in der Wall Street und auf der London Bridge gehen in die Zentrum des Wirtschaftssystems. Der Skandal an der Krise ist ja, und das finde ich, kann man sich gar nicht oft genug ins Gedächtnis rufen, dass am Anfang der Krise die völlig ungleiche Verteilung von Reichtum, von Ressourcen und Beteiligungschancen steht und dann im Laufe der Krisenpolitik diese Ungleichheit immer größer wird. Die Verursacher profitieren, die Kosten tragen andere. Das ist das, was Empörung und Wut hervorruft. Unterschiedliche Gründe führen zur Staatsschuldenkrise. Der gemeinsame Nenner ist die Suche nach profitablen Anlagen und Vermeidung von Kosten. Ich will diese Gründe ganz kurz anreißen, weil sie gleich eine Rolle spielen werden. Das ist sicher nicht vollständig, aber man kann immer wieder nennen, erstens niedrige Löhne, zum Beispiel in Deutschland, eine Währungsunion ohne fehlende europäische Sozialunion, die dazu führt, dass einige Länder immer mehr verschulden. Zweitens, wenn man Menschen mit niedrigen Löhnen, zum Beispiel in den USA oder in Irland, dazu bringen will, trotzdem etwas zu kaufen, dann muss man ihnen irgendwelche Kredite aufschwatzen, zum Beispiel für Häuser. Und das führt dann zur Immobilienblase und Bankenkrise, für deren Rettung dann wieder die Staaten zahlen. Die Banken waren too big to fail. Drittens, die Finanzmärkte sind nach wie vor dereguliert und lassen hochspekulative Geschäfte zu und wetten gegen Staatsbankrotte, räumen Lobbyisten und Ratingagenturen große Macht ein. Und viertens geht es um fehlende Staatseinnahmen durch Steuerflucht, durch niedrige Vermögenssteuern und um hohe Prestige- und Rüstungsausgaben. Von all dem sind die Länder in Europa und auch die drei hier vertretenen Länder sehr unterschiedlich betroffen. Wir werden das gleich hören. Die Verschuldungskrise wird nun nicht etwa durch Verkleinerung und Regulation der Banken, durch Regulation des Finanzmarkts beantwortet, nicht durch Abgaben auf die Gewinner und Schließen der Steueroasen. Im Gegenteil, die Banken sind im Verlauf der Krise größer geworden. Gerade die Investmentabteilungen der Banken sind größer geworden und auf den deregulierten Finanzmärkten wetten diejenigen, die gerade mit Steuermilliarden gerettet wurden, auf die Staatspleiten. Die Rettung der Banken dagegen geschieht auf Kosten der Menschen auf der Puerta del Sol, in der Wall Street. Sozialleistungen werden gestrichen, Armut nimmt zu, Krankenhäuser und Schulen werden geschlossen. Die Rettung verschärft die Krise und gefährdet Demokratie. Besonders betroffen von der Wirtschaftskrise sind die Länder des globalen Südens. Nun sollen schon wieder Banken gerettet werden mit öffentlichen Geldern, ohne vorherige Zerteilung, ohne Demokratisierung. Und es ist Zeit deshalb zu sagen, nicht mit uns. Deshalb sind wir hier. Wir wollen nun zunächst von den hier am Tisch vertretenen politisch Aktiven ihre Lebensrealität in der Krise und die Folgen der Austeritätspolitik hören und dann in einer zweiten Runde geht es um die Ursachen und um Alternativen. Katharina, darf ich dich bitten zu starten mit deinem Input aus der Sicht von Griechenland? Morning. I am very glad to be here and I would like to thank the ATTAC organization for the invitation. I am going to start with a short story from last year in Greece. It was a few days before New Year's Eve 2011 that a well-groomed mother and her child appeared at a clinic in Perama, a working-class suburb in Athens. A doctor asked the little girl, "Sweetie, what do you want from Santa Claus this year?" "A glass of milk," she said,
staring at the doctor with her big brown eyes. Since then, almost a year has passed, and the little girl's voice is echoed by thousands of children at my debt-ridden country. The number of malnourished Greek children is rising for the first time since the Second World War, and the children are starting to faint in class because of hunger. In addition, less and less children get vaccinated, since social services are falling apart. When they go home, the same kids live in fear of a permanent power cut, since the government recently imposed yet another extraordinary tax, payable through electricity bills, which many people simply cannot afford. Since the beginning of the year, the number of these one-time extraordinary taxes has risen to 5. They are accompanied by rises at the regular direct and indirect taxes, by sharp cuts at the pensions and wages of the public sector, and by a forceful purge of the workers at the private sector of the Greek economy. Until the end of the year, there will be layoffs in 70% of the Greek private companies. One-third of these companies already proceeded to a wage freeze for all their personnel, while half of them froze the wages of at least one part of their workforce. The effects of these austerity measures have been successfully characterized as a social genocide. From January to September 2011, the number of people calling at the suicide helplines has more than doubled in comparison to 2010. 1 in 4 of these people is considering suicide due to financial problems. Other Greeks are turning to gambling as the crisis deepens. The number of lottery game players has risen dramatically in the last 2 years, for example. I am not aware of the percentage turning to alcohol or God, but it is extremely alarming that many Greeks are turning to the far right. The electoral base of the Greek fascist party Golden Dawn is widening, according to the recent polls. Prostitution has also increased, while drug addicts are deliberately inflicting themselves with HIV in order to access state benefits. The crisis, which is definitely deepened by the austerity measures, covers all aspects of Greek social life, and it's about to get worse. This is the estimate not only of independent institutes, calculating, for example, that unemployment next year will reach the levels of the 1960s, but also of anyone examining the budget for 2012. Some people, like Harald Schumann, who will address this conference later during the day, use the phrase socialism for the rich. And this is exactly what Greece's so-called socialist government is trying to implement. In 2012's budget, the taxes that individuals have to pay are augmented by 27.5%, while the taxes for corporations are lessened by 22%. This happens while the people's revenues are sharply declining, as stated before. The money directed to paying the interests of Greece's loans will amount to 17.9 billion euros, augmented by 9.8%. At the same time, the state will pay for salaries 10.2 billion and for pensions 6.5 billion, which represents a fall by 9%. Social security and welfare programs will be funded with 15.9 billion, reduced by 10% in comparison to the previous year. Again, the money for social security will be less than the money for the interests of the loans. Defense expenditure will be augmented by 18.2% in comparison to 2011. But the weapon salesmen, with their deep ties to the French, German, and American military industries, are not the only one who benefit in the middle of the crisis. Other social groups, like the clergy, are equally untouched by the crisis. Meanwhile, recession will continue next year, while the deficit this year was larger than initially hoped for. According to official estimations, public debt will rise to 189% by the end of 2012, in comparison to 120% in 2009. Some kind of default, baptized as a severe haircut or otherwise, is about to become certain. And the strong suspicion that the measures taken in the name of avoiding actually aimed at the redistribution of wealth inside and outside Greece
is about to be proved reality. Thank you very much. Ja, vielen Dank, Katharina. Ich finde für mich immer sehr wichtig, die Schilderungen von den direkt betroffenen Menschen zu hören. Die Zahlen sind auch sehr wichtig, um es einordnen zu können. Aber hinter den Zahlen stehen Menschen, stehen Gesichter. Und es ist wichtig, die zu sehen und von ihnen zu hören. Einar Gudmundsson aus Island, wir bitten dich, aus der Realität in Island zu berichten. Wie sieht Krise in Island aus? Wie habt ihr in Island die Entwicklung in die Krise und die Krisenfolgen und die Folgen der Krisenbewältigung erlebt? Good morning. Thank you for inviting me. I think I will in the beginning come to the core of the matters, and I will take before I will take the two little pieces from my book, Wie man ein Land in den Abgrund führt. Ich versuche im Deutsch zu mestern. Ja. Es, ja. Es gibt einen Kannibalenwitz, der ungefähr so lautet: Ein Menschenfresser fliegt erster Klasse. Die Stewardess reicht ihm die üppige Speisekarte. Höflich wie Menschenfresser beim ersten Anschein nun einmal sind, überfliegt er die Speisekarte und sagt so dann zur Stewardess: Ich kann nichts Knackiges auf der Speisekarte finden, würden Sie so freundlich sein und mir die Passagierliste bringen? Ich habe nicht vor, die Superreichen Islands, die uns zusammen mit der Regierung den Stuhl vor die Tür gesetzt haben, mit Menschenfressern zu vergleichen. Nicht in der buchstäblichen Bedeutung des Wortes. Doch nachdem sie fast alles überreicht bekamen, die Banken und die staatlichen Betriebe, sieht es dennoch so aus, als hätten sie zur Regierung und Finanzaufsicht gesagt: Nun ist nichts Knackiges mehr auf der Speisekarte. Würden Sie so freundlich sein und uns die Einwohnerliste reichen? Ja. And if I may, you could maybe help me with the German. If I may, I would take another piece that is, I am trying to say what's behind all this, where the social contest is lying. Okay. Also ich wurde gebeten von einer, den Text vorzulesen. Ich habe ihn darauf hingewiesen, dass wir gerne direkt noch etwas von ihm auch zu der Situation hören wollen. Er sagt, das sagt er gleich. Also ich lese aus dem Buch.
Wir sollten fragen, was hat unserer Nation unter dem Strich zum Erfolg verholfen? Nicht jene selbstgerechte Dummheit, die nur gekommen und nichts zurückgegeben, die nur genommen und nichts zurückgegeben hat. Es ist vielmehr der Kampf des Volkes, der Gewerkschaftskampf, der uns Erfolg bescherte. Es war der Gewerkschaftskampf des letzten Jahrhunderts, der unser tragfähiges Wohlfahrtssystem hervorbrachte, das Schulsystem, das Gesundheitswesen, die Telefonleitungen, Schwimmbäder, Rentenfonds. Man könnte noch viel mehr aufzählen. Die sogenannten fetten Jahre bestanden darin, den Ertrag des Gewerkschaftskampfes, das Gemeineigentum des Volkes zu privatisieren und zum Kaufobjekt zu machen. Was sich vor dem in allgemeinem Besitz befand, der Fisch, die Telekommunikation und die Banken, um einige Beispiele zu nennen, wurde Privatleuten auf dem Silbertablett überreicht und dann verschleudert. Hannes Holmstein sagte selbst, dass die fetten Jahre darin beständen hätten, sogenanntes totes Kapital, also das Gemeineigentum, zu aktivieren. Der Verkehr jenes Kapitals führte in der Gesellschaft zu Umsatz, den fetten Jahren. Doch jetzt ist dieser Verkehr beendet. Es kam zu einer Karambolage. Das Vermögen des Volkes wurde ausgegeben für Tant, Glaspaläste und Partys, und zum Verkauf ist kaum etwas übrig. Auch wenn ein Großteil der fetten Jahre eine Wirtschaftsblase waren, basierend auf Schwärmereien, darf man nicht vergessen, dass ihr Fundament aus realem Gemeinbesitz bestand, dem Fisch, den Rentenfonds und den staatlichen Betrieben. Die Rentenfonds wurden mithilfe korrupter Regierungen bis aufs Blut ausgelaugt, und die Privatisierung der Banken machte es möglich, Firmen und Gesellschaften zu verschulden und sich selbst Rendite auszuzahlen, ohne dass eine Wertschöpfung dahinter gestanden hätte. Der Gemeinbesitz des Volkes, jenes tote Kapital, wurde verschwendet. Unsere Rolle ist, ihn zurückzuholen. Deshalb müssen wir kämpfen, demonstrieren und auf der Hut sein. Wir müssen ein neues Wirtschaftssystem aufbauen, basierend auf dem verfassungsmäßigen Recht zur Nutzung der Naturressourcen und der Fischfanggenehmigungen. Die Vorrechte der Reichen müssen abgeschafft werden, sowohl juristisch als auch vor dem Fiskus. Privatisierung der Energiequellen und Energieunternehmen muss unterbunden werden, und sollte doch privatisiert werden, muss Verzicht walten. Momentan brauchen wir Notaufnahmen zugunsten der Privathaushalte und Unternehmen. Wir müssen den Fluch der Korruption abschütteln und unsere eigene Konstitution verfassen. Und wir dürfen die Krise nicht als Vorwand benutzen, vor der Verantwortung für soziale Aufgaben zu fliehen. Ausbildung und Kultur, Beistand der Schwächergestellten, der Armen, der Einwanderer und Flüchtlinge. Soweit aus dem Buch von Einar Gudmundsen. Necessary background for the situation to have in mind. And so, but then I can come and for what we've been in Iceland, there was this revolt in 2008 and 2009, and we overthrew the government and we got a left government, but the left government has been in the arms of IMF, so it has been very difficult to do maybe what they would like to have to do, because they have been very much also against the activity of the masses, but there doesn't happen anything unless we are active, and it is like when President Roosevelt said to the trade union leaders, "I cannot do this for you, but you can make me do it." And this is the attitude we have to have with our authorities, because these are the authorities we choose, and we are always telling them this.
But a lot of things, the most important thing that we have from these events is the fact that we got it established and we got a strong feeling that we are able to change. If we go out into the streets and stand together, we are able to change, although not so much changed. But on the other hand, very much changed. Also the way of people thinking, that the way that the people are organizing, and we have had this constitution, work with a new constitution, and although it is maybe not so aware of the thing we are aware of about the casino capitalism and the financial power, it's a very big step forward. And also one lesson from the Icelandic revolution or from the revolts in our country is that is the national referendum we pressed through, that we are not going to pay the debts of the bank people, and we won this national referendum. And I think that is a very good example for other nations, and the people should request the same thing and say, look at what the Icelanders did, why don't we do the same? And this is what we should always be saying, you know, we should always be quoting each other and following what is happening in each other countries and telling about it. Because, for example, in my country, the mainstream media is very slow and lazy to tell us what is taking place. Heiner, vielen Dank. Vielen Dank für deinen eindrucksvollen Text und auch für deinen Bericht aus Island. Die Anregung war, über ein Referendum nachher zu sprechen. Das ist gut, das sollten wir tun. Ihr habt es geschafft, eine Regierung abzusetzen. Die Situation in Spanien. In Spanien sind die Menschen sehr früh auf die Straße gegangen, die Bewegung des 15. Mai. Wie ist die soziale Situation in Spanien? Wie sehen die Proteste dort aus? Well, guten Morgen. Firstly, I want to thank to Attack Germany to be here today. Today is a very important day for me. Today is the first time that we, the citizens, the 99% around the world, the first time this is a social protest around the world. We protest. We protest globally against the 1% that are responsible for this crisis. We protest globally against this 1% that is trying to win more money even in this situation. And we protest against this 1% that is trying to convince us that the person that provokes this crisis has the correct solutions. In my country, Spain, the situation is not quite different than other countries in Europe, as we say. I know that the figures are different from one country to another, but the figures everywhere speaks about people suffering. In Spain, there is an historical unemployment of 21%, nearly 5 million persons, a lot of cuts in historical workers' rights. This is important. 300 persons lose their homes per day. Every day, 300 persons with his families lose their homes. Every day in Spain. A lot of teachers on the public education are unemployment now due to cuts, but the private education has more funds.
A lot of public hospitals and residences for aged are closing, and the unemployment in the young people reaches at 5%. Sorry, 50%. I'm not wrong, 50%. It's a reality in my country. And with this situation, the councils of the banks give millions of euros to their advisors. You know this situation, really? It's, no, everywhere it's the same. They call austerity plans or recapitalize the banks. The figures are different, but the situation is quite similar. Different countries, same situations, same ground solutions. But 5 months ago in Spain, something happened. Something is happening. Something different, something that never happens before. The people suddenly is in the streets, taking the squares peacefully, organizing themselves, speaking and speaking and speaking during a lot of hours. I know. Explaining and listening the situations to everyone who wants to hear. The people is going to the districts and speak again and explain again what is the situation to everyone. Listening with a fantastic respect that every person explains their point of view. Every person who wants to speak can speak. In Spain, last 5 months, the citizens has spoken more about economics and politics and what society wants than the last 30 years. And obviously, these levels of debate has consequence, and the people is learning, the people is answering and demanding more and more contents. The people wants to know now. The people is asking to their leaders, and the answers are not valid for them. There are more and more working groups about political or social issues, long-term proposals, alternatives to the present mass media, and all, everything of this without violence, peacefully, in the squares, in the streets. Well, sorry, yes, we have violence in front of us. We have our police. But in the majority of the situations, they don't know what to do. Our authorities don't know what to do. Because if the police blocks a solar square, for example, we will go to another. The important is the debate, not to stay in this square or another. We speak and protest peacefully, and then don't have the correct weapons to fight against us. Well, they are trying to divide us. They say that we are very different. The different countries have different problems. But we know that that is not correct. In my country, a lot of politicians say Spain is not Greece. Many politicians, left wing, right wing, the same. Others say Southern Europe made a lot of mistakes. They are lazy. But when I see the news on the TV, I can view a lot of people around the world losing their labor rights, decreasing their salaries, losing their homes. And why? Because we, the people, the 99%, are paying the debts of the 1%. And when I see the news, I can see people struggling for a more democratic, more participative, and a society with a more justice. Not different countries with different figures. The same people fighting for the same rights. I don't see the people of Greece, from Greece, Chile, Germany, or Spain.
Because now, as it says one of the organizations on the 15 May movement, we are without home, without job, without future, and without fear. We don't have fear anymore, because now we know that the other better world is possible, with more justice, more democratic, and more peaceful world. Thank you very much. Vielen Dank, Carlos. Bevor ich zu zwei Rückfragen komme, herzlich willkommen zu der Delegation aus Ecuador, die inzwischen angekommen ist, Ricardo Patiño und seine Delegation. Carlos, wir haben eben viel von dir gehört, von der Bewegung auf den Plätzen, von der hohen Jugendarbeitslosigkeit, den Menschen, die auf die Straße gehen und sagen, wir haben keine Angst mehr, wir müssen jetzt kämpfen für unsere Rechte. Ich würde gerne die Verbindung herstellen nach Griechenland. Katharina und Aris, welche Aktionsformen, welche Protestformen haben sich bei euch besonders herausgebildet, haben sich besonders bewährt, um unsere Anliegen deutlich zu machen und auf die Straße zu bringen? Well, in Greece, since the end of May, we had a similar movement with that in Spain. We had a massive movement at the squares of the Greek cities, called Indignados movement, also in Greece. And its main characteristics was massive participation, self-organization, and everyday debates on the Spanish model. This movement was very strong until the middle of August. People usually accuse Greece that it shuts down during the summer months, and sometimes it is true. Many people have to live on vacation, many families do, and most businesses close, so the people who stay at the cities are less during the late August weeks. When September came, people knew that the attack on the workers and social rights would be a lot bigger, and many people thought that the Indignados movement would continue and be even stronger, but unfortunately this didn't happen. Not because there was an internal problem with the organization of the Indignados in Greece, but according to my opinion, because of two things. First of all, the police brutality that rose to inimaginable levels during the summer months. Only one day in one strike and demonstration, the police used more than 2,000 canisters of tear gas in order to fight the protesters. And the second reason that, according to me, the Indignados movements didn't repeat itself during September is that the attack on the citizens of Greece was so sudden and so wide that people started just to try to survive, to take care of themselves. And this is the most frightening thing. I mean, this could be the government's and the capital's biggest victory, to alienate people, to create a jungle where individualism presides and people stop talking to each other anymore. Now, however, the Greek people don't take all these measures lightheartedly. We have passed to another form of struggle, which is characterized by fights at the working places. During the last weeks, there was a huge attack on the rights of the workers of the public sector. And by Monday, the Association of the Public Workers has promised that all the offices of the ministries will be occupied next week. So we see that people are fighting, they're shutting down, they are prepared to have an immediate confrontation with all the state forces in order to change the situation on the ground.
Die gleiche Frage noch an dich. Du hattest vorhin ein Referendum ins Spiel gebracht. Was wäre deine Vorstellung, dein Vorschlag, auch für andere Länder in Europa, ein Referendum in Gang zu bringen? Yes, I think that would be a very good idea. We have a national referendum in all countries, and it's very, very, very normal, you know. I think, and I think it's important. What he was, my Spanish friend was saying, is this, you know, they've been trying to talk about how different situation is all places. When I was first speaking about the Icelandic situation, people were always thinking about hearing some special histories about the greedy Vikings and corrupt bankers, and that we were. But when I began to tell the story, it was more like people were looking into a mirror, and this is very important, because the discussion in the media and among the politicians is like this, you know, to divide us. So I think the struggle that begin already in 2008, when we were overthrowing the government, I think that struggle is now on another level, on the level, on this international level, that we are, and we have to be very aware of what is happening in the other countries, and. I think it's also some truth is people is all over the world is facing this truth about the casino capitalism, about the financial elite, about this 1%, because all the news, all the suggestions they have in the social matters is due to this situation, and all this bullshit we are hearing from the rating bureaus. And you know, what does it mean if you are A or 3A or 2Bs, or this has been partly my area to go into the language, how they are using the language to manipulate us all the time. And I think it is at this moment, that moment, the writer, the storyteller, the poet can join these matters, and is obliged to, if he wants to be support the people. From my point of view, this is giving back to the people what the people has given me. I think there are this struggle in Iceland, you know, I think that's one of the most important things, because, for example, when we had this national referendum about ISAFE and we said no, at the same time, for example, in our neighbor country, Denmark,
there was a bank that collapsed and it was just put on the people. And they began to ask this, why don't we do it the same way? So, yes. Shall I shut up now? No, 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 okay, excuse me, is it okay? Yes, okay, thank you, thank you, thank you. Ich glaube, es ist ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt, den einer nochmal auch betont hat. Es geht um Öffentlichkeit. Es geht darum, eine Sprache zu finden, die nicht die Sprache der Spezialisten ist, sondern die wir alle verstehen. Es geht darum, Luft zu schaffen, hineinzugucken in die Bilanzen der Banken und zu sehen, auf eine demokratische Weise, was wird da eigentlich gemacht. Das ist ein Gedanke, der ist völlig zentral, deshalb wird gesprochen auf den Plätzen. Deshalb hat Attac einen seiner Vorschläge gemacht, einen Schuldenaudit einzurichten. Darüber wird die Delegation aus Ecuador nachher im zweiten Block sehr viel mehr erzählen aus ihren Erfahrungen. Wir brauchen eine Kultur der Öffentlichkeit. Wir müssen raus aus dem Geheimnisvollen. Wir müssen die Finanzwelt und das Bankensystem demokratisieren und dafür müssen wir darüber sprechen. Ich würde nun gerne Sie und euch einladen zu Rückfragen an das Publikum. Ich würde gerne erstmal 3 bis 4 Rückfragen sammeln. Ich bitte um Verständnis, dass wenn wir bis 12 durchkommen wollen und eine zweite Runde noch machen, wir jetzt nicht so ganz viel mehr Fragen erstmal haben. Aber ich bitte um die ersten 3, 4 Rückfragen. Hier sehe ich eine Stimme. Dort ist eine Meldung. Und hier noch eine, vielleicht in der Reihenfolge. Wir haben ein Saalmikrofon. Wer sehr laut sprechen möchte, kann das signalisieren und auch ohne Saalmikrofon in dem kleinen Raum versuchen. Bitte schön. Tag, mein Name ist Lund. Meine Frage ist, warum wird eigentlich nie der juristische Weg überhaupt in Erwägung gezogen? Denn laut Aktiengesetz ist jeder Geschäftsführer, jeder Vorstand verpflichtet, der Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit eines ordentlichen Geschäftsleiters zu handeln. Und das hat er nicht getan. Also ist er gesetzeswidrig. Ja, das war die Frage nach einer juristischen Verfolgung, wenn ich das richtig gesehen habe, der Krisenfolgen. Also genau. Gibt es jemanden auf dem Podium, der dazu antworten möchte? Warum werden die Verursacher der Bankenkrise nicht juristisch zur Rechenschaft gezogen und gibt es in den Ländern, die hier vertreten sind, Ansätze dazu? This, can I answer this? This is the fundamental question. When the crisis began in Iceland, we were talking about confiscating the property of the rich people, and we were talking about nationalizing the shareholders' companies, all these personal numbers they were having, and we were talking about that they should be taking responsibility for what they were responsible for. When everything was going good, they said, we have so much responsibility, and that was while they were privatizing the profit. But when everything went down, they were nationalizing the losses. And then they always, when we come with this social justice, you always have the law against you. It's like Bob Dylan said, to live outside the law, you must be honest. I fought the law and the law won. But the thing is, you know, we suppose that the law should reflect our sense of justice. But now, today, the law is used to keep it the injustice alive, and this is something fundamental that we are approaching here.
because you know they always want to take all just also when we are struggling they don't want our solidarity. IMF will take all the debt of the homes in Iceland to the courts. They don't want this solidarity, and they want the people to fight inside itself. And this is their politics. So we should. It's very important to always to stick to the general issues, and also this, you know. Also this, you know, they are only taking this financial corruption. They are not seeing the social connection of it. They are all only seeing the criminal aspect, and they are taking themselves to the court, and there they will find out of that everything was legal. And so this is an evil spiral, so to say. And this is, I think, it is inside this context we must also be reaching. Dankeschön. Die nächste Frage war hier. Ah, da, genau. Entschuldigung. Hallo, mein Name ist Leon. Ich bin auch in der Gewerkschaft aktiv und schon lange Mitglied bei ATTAC. Ich habe den Vorträgen sehr gespannt gelauscht, vor allem von Carlos' Seite fand ich es interessant, seine Einschätzung zu hören. Ich widerspreche Carlos jetzt einmal, weil ich finde es sehr naiv zu behaupten, dass diese Gespräche irgendwie die Gesellschaft in Spanien verändert haben. Ich habe die Wahlen mitverfolgt. Kommunalwahlen haben etwas ganz anderes gezeigt, keine Einsicht unter den Wählern so gesehen. Und ich sehe auch als Gewerkschafter, dass es politische Organisationen bedarf, um gesellschaftliche Veränderungen voranzubringen. In Island, also ich will mal behaupten, die Isländer haben es deutlich besser geschafft als die Spanier und Spanierinnen, obwohl ihre Probleme weitaus geringer sind, weil sie nämlich prinzipiell auch viel besser ausgebildet sind, viel bessere Berufe haben und auch ein viel besseres Potenzial mit sich bringen. Und also ich muss sagen, das ist auch die Frage jetzt an Carlos direkt, die ich stellen wollte. Wie stellst du dir, Carlos, es vor, euch so politisch zu organisieren, dass ihr die Gesellschaft verändert? Ich wollte noch eine Anmerkung machen. Ich finde es sehr schade, dass diese Konferenz bis 16 Uhr geht, weil um 13 Uhr die Demonstration am Alexanderplatz beginnt, auf die ich auch gehen möchte. Und also ich meine, wir müssen auf die Straße gehen. Und wir müssen aber auch nicht nur auf die Straße gehen, sondern wir müssen auch in die Gewerkschaften gehen, wir müssen in die Parteien gehen, wir müssen, also ich muss mal die Frage an euch stellen, also ich höre hier Casino-Kapitalismus, also bei diesem Wort, wie viel Kapitalismus-Wörter muss man sich denn ausdenken, damit man mal zu dieser Erkenntnis gelangt, dass der Kapitalismus das Problem ist und nicht einfach nur das Casino, also ich meine, genau, und das ist dann so die Frage an die anderen, Podiumsteilnehmer vielleicht, wie Sie sich das vorstellen können, dass man gemeinsam sich politisch organisiert und ob Sie denn selbst auch das Problem im Kapitalismus sehen oder im Casino-Kapitalismus. Okay, danke. Wichtige Frage nach der politischen Organisierung der Bewegung, nach dem Einfluss auch der Bewegung. Carlos. I agree with you. We want citizens like in Iceland. Yes, I want it. But we are developing the tools to make this. We are developing the tools for the citizens to make this in Iceland. We are starting. We have a very long path to win these questions. It's not easy. We are in the squares, we are talking and talking and talking about this. We made mistakes, but in my country, we have to develop the path to make different things than now. I agree with you. Thank you.
Jetzt hatte sich hier vorne eine Frau gemeldet, deshalb, weil wir das ein bisschen gendern wollen, kämen Sie jetzt vorab. Daran anschließend würde ich sehr gerne noch ein bisschen mehr erfahren darüber, was jetzt zum Beispiel in die neue isländische Verfassung denn Kraft der Diskussionen in der Bevölkerung sich verändern sollte. Was soll da in der Verfassung stehen? Was ist geplant? Was wird diskutiert? Also eine kurze Rückfrage an Einar. Vielleicht nicht den ganzen Verfassungstext, sondern nur die... No. I will read, I have the answer to your question written in front of me. The new constitution is in some respect a very positive development, especially in the formal way it is written, with a very democratic process in the way the people who write the constitution were elected, and how the process of writing the constitution is very open and democratic. There are also some interesting changes in the proposed constitution. There is, and here is our attack critique of it. There is, however, a certain lack of awareness that the financial oligarchy must be destroyed or reined in the very forceful way in order for democracy to prevail. This is the answer. And I am not, you know, the question that was here. I don't want to hear that some people are better than the other. I think we in Iceland, we are looking at the Spain and Greece, and we are learning, and they are learning from us. I think this is an interaction, and we must never fall into this discussion that one is doing it better than another. We should do it together. Dankeschön. Wir haben noch Zeit für zwei kurze Fragen, einmal hier und dann hier vorne. Damit würde dann die erste Fragerunde beendet und wir kommen dann zu den zweiten Inputs. Bitte schön. Mein Name ist Michael Bühler, ich bin Pensionär. Die Frage ist nach Transparenz. Warum gibt es in den Printmedien in Deutschland keine Transparenz? ARD und so weiter wird verschleiert. Frau Will lädt ein, falsche Frage, falsche Gäste, das Ergebnis ist eine Desinformation. In den Printmedien... Transparenz, Grundlage jeder Demokratie, die Piratenpartei hat es übrigens auch. In den USA gibt es Matt Taibbi, der einzige investigative Journalist, der das ganze Finanzwesen auseinandergenommen hat. In Deutschland sehe ich keinen. Und jetzt die Frage. Ich sehe keinen. Die ganze Situation ist so simpel, in der wir heute sind. Es werden Risiken eingegangen und die Gewinne werden mit Milliarden Boni an die Banker verteilt. Und das Risiko wird nachher durch Einsparungen bei Kindergärten, Schulen und so weiter bei uns, selbst in der Sprache wird verschleiert. Das heißt Bankenrettung und in Wirklichkeit werden die Aktionäre gerettet. Mit anderen Worten, wann kommt endlich in den Printmedien in Deutschland die Transparenz, werden die Dinge beim Namen genannt, dass die Finanzindustrie die Politiker mehr oder minder kauft. In Amerika, The Best Congress Money Can Buy, das Buch, der eine oder andere kennt es. Wann kriegen wir diese Transparenz in den Printmedien? Frage ist klar geworden, danke. Die Frage, wann das in Deutschland kommt, kann ich schlecht an das Podium weitergeben. Dafür müssen wir, denke ich, selbst sorgen. Aber die Frage an Griechenland, wie sieht es dort aus mit der... Ja, Information oder Desinformation in Medien. Was für eine Rolle spielen die öffentlichen Medien, die Printmedien in Griechenland? Bitte eine kurze Antwort. I can briefly describe how the media system in Greece is formed, and this may give you an answer about the German media too. Media enterprise, the media corporation in Greece, especially the private ones, they have great deficits. And the people who own them usually get their money from their other activities. For example, they are participating in the shipbuilding industry or in the construction industry, things like that. They use their media in order to
exert pressure to the political power, and the political power uses the media in order to exert pressure to the people. The media is not something outside of the system. It is not an independent fourth power which judges what's going on and transmits completely objectively the situation. It is part of the same ruling class that has brought the country in the situation it is now. For me, this is the role of the media in general, and maybe this explains your question about the German media too. Also in Greece, it's very important to see how the Greek media are treating Germany. Usually we have images arriving from newspapers and magazines which show statues making indecent gestures, and we get the idea that there is some part of racism from the German public opinion towards Greece. The unfortunate thing is that similar feelings are being created in the Greek people because they are trying to find a solution. They are trying actually to understand the reasons that all these austerity measures are implemented in the country. Since Germany has a leading position in the European Union that takes all these important decisions, many people are trying to blame Germany for what's going on, and this is the worst thing that can ever happen. I mean, the distinction between the Greek working class and the German working class, which should be fighting together in order to change the whole system in the European Union and worldwide. Also ich bin Ihnen dankbar für die Frage, weil das die Gelegenheit gab zu der Antwort, wie einige sehr, sehr unschöne Tendenzen auch in den deutschen Medien, auch in Griechenland aufgenommen werden. Und das ist etwas, was natürlich gefährlich ist, gerade wenn man sieht, wie viel Verantwortung Deutschland auch für die deutsche Wirtschaftspolitik, für die Entwicklung der Krise genommen hat. Letzte Frage, bitte ganz kurze Frage, kurze Antwort. Nein, es gibt jetzt eine Frage noch und eine Antwort. Nein, es gibt hier eine Frage, Entschuldigung. I want to know what's the main reason possible that in Iceland that you had referendum in Iceland. What do you think is the main reason and how could we learn from you? I am a TAC activist and I want to do the same. I want to have a referendum in Germany. What have we to do practically? Also praktische Frage, kurze Antwort an einer. It was just pressure from the people. And I think, you know, that was, they maybe did it to try to keep us happy. But you know, because in other issues, they were not as willing to, they were not willing to tax the big industry, or they didn't manage to do it. They were not, they did not nationalize the shareholding companies and things like, so the real, change in the capitalist economy. They were nothing. They throw this, maybe as a democratic apple to us. But that's very important because we will have all the issues in this constitution about that we will have the keep the natural resources for us, and they must be in the ownership of the nation. And but one thing, the thing I'm afraid of, that this development that our friends in Latin America know so good, is that this obligation the IMF is creating in our countries, is the obligation IMF is creating, it's this story of Haiti with saying you owe us so much money, but we lend you the money so you can pay us.
And yes, and that's the most dangerous thing. But the Constitution was a piece of cake. It was easy it was an easy fight compared with the other I'm mentioning. But important, very important. Mm-hmm. Maybe the important things are very easy. It's like the anarchist said, be realistic and do the impossible. A piece of cake, das ist ein schönes Bild. Das Stück Kuchen sich nehmen. Wir kommen jetzt zu der zweiten Runde. Nachher gibt es Gelegenheit auch für weitere Fragen. Die zweite Runde der Inputs soll den Fokus haben der Krisenursachen und der Forderungen aus der Bewegung, der Forderungen von den Plätzen, der Forderungen von Attac. Und ich bitte Aris zu beginnen aus der Sicht von Griechenland. About five. Okay. Good morning from me too. I would also like to thank the organizations for inviting us here. And it has become a rare opportunity for a Greek citizen or a Greek journalist to speak to a German audience about the causes of what we characterize as the causes of this debt crisis, and vice versa, to listen from a German audience what they think about this financial crisis. Because as Katerina was saying, they would like us to believe that it is a fight between a hard-working nation and a lazy nation, while it's a continuous fight between working classes and financial and economic elites. Katerina described in the first session the situation in Greece, but we always have to come to who is to blame for this situation, because even if we say that we are dying from hunger in Greece, if you believe that we are responsible for this situation, it's bad luck. We might help you like we are helping Haiti after the earthquake or something else, but that's not the solution to our problem. So who is to blame for what happened not only in Greece but the European periphery in general? If you ask our government, they will say that it is us to be blamed, that we had a party in the last decade and now we have to pay for the money that we took from Central Europe. If you ask the corporate media, they will say that it is a huge public sector that created the crisis in Greece. While if you see the statistics from the OECD, you will understand that the Greek public sector is in the average of the European Union and nothing more or less that you have in Great Britain, in Germany or in France. If you ask Angela Merkel, she will say that we have too many days of vacation. And again, if you see the statistics, you will understand that we have less days of vacation than the German workers. So who is to blame for what happened in the European periphery? In our documentary, we tried to take this story not from the financial crisis of 2007-2008, but from the 70s. We believe that what's going on right now in a global level is a structural problem of the capitalist system itself, that it started in late 60s when this system showed that it doesn't have the ability to create the level of growth that needs in order to stay alive. They were trying to find the solutions by, you know, like taking the dirt and cover it under the carpet. And that was the neoliberal endeavor that was at the same time an attack against the rights of the working classes around the world. But in 2007-2008, they realized that even with this solution, they couldn't hide the real structural problems of the capitalist system. What happened then, it was for the weakest links of this global financial system that would face the major problems. And the first victim was, of course, the Eurozone. We realize now that Eurozone is a system that can survive when the economy is surviving in general and they don't face serious problems, but it's not viable in
a crisis situation. For us, for European periphery, that's my personal opinion, the euro and the eurozone, it's in the core of what happened in the last few years in our country. The eurozone is a system that was created by economic elites, and it was structured in a way that creates deficits and debt to the periphery, while at the same time creates surpluses to the European core. That was the reason that it was created, to facilitate bankers, to facilitate stock markets, to facilitate in general what we call as economic elites in these countries. It was only normal that we couldn't compete with an economy like Germany, like Argentina couldn't compete a decade earlier with the US economy when it, they had pegged their currencies, their currency peso with US dollar. So we knew that this gap, these differences in competitiveness would create deficits, and these deficits would accumulate in huge public debts. Having said that, we are not want you to believe that Greece is a working economy, well-working economy, that is not to be blamed for what happened. On the contrary, but it's not, and that's the main difference that we want to explain, it's not the Greek people who are to be blamed for what happened. If you want to find the causes in the Greek economy, I think you shouldn't start with corruption, as many people even in the Greek left are saying, but you should start with the tax system that was created from the first day that the new Greek state was created. Greece is now a tax haven for the capitalist elites, while at the same time is a tax hell for the ordinary people. You just have to know an example from the shipping company, from the shipping industry, that last year all the ship owners who control something like 15 or 20% of the merchant fleet in the world, they paid only 12 million euros to the Greek states. At the same time, the illegal immigrants who wanted to get their papers in order to stay in Greece, they paid 50 million euros. So we are living in a country that doesn't want to take taxes from the bankers, doesn't want to take taxes from the ship owners, not even from the church that is the biggest landowner in Greece, and they don't pay not a single euro for taxes for the wealth that they had accumulated in the last centuries, actually. You could also blame the defense spending in Greece, which is an outcome of blackmail from countries like United States, Great Britain, Germany, or France. Whenever we ask something from the global community, there will always be jeder Geschäftsführer, jeder Vorstand verpflichtet, der Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit eines ordentlichen Geschäftsleiters zu handeln. Und das hat er nicht getan. Also ist er gesetzeswidrig. Ja, das war die Frage nach einer juristischen Verfolgung, wenn ich das richtig gesehen habe, der Krisenfolgen. Also genau. Gibt es jemanden auf dem Podium, der dazu antworten möchte? Warum werden die Verursacher der Bankenkrise nicht juristisch zur Rechenschaft gezogen? Und gibt es in den Ländern, die hier vertreten sind, Ansätze dazu? Can I answer this? This is the fundamental question. When the crisis began in Iceland, we were talking about confiscating the property of the rich people, and we were talking about nationalizing
the shareholders companies, all these personal numbers they were having. And we were talking about that they should be taking responsibility for what they were responsible for. When everything was going good, they said, we have so much responsibility. And that was while they were privatizing the profit. But when everything went down, they were nationalizing the losses. And then they always, when we come with this social justice, you always have the law against you. It's like Bob Dylan said, to live outside the law, you must be honest. I fought the law and the law won. But the thing is, we suppose that the law should reflect our sense of justice. But now, today, the law is used to keep it, the injustice, alive. And this is something fundamental that we are approaching here. Because, you know, they always want to take all, just also when we are struggling, they don't want our solidarity. IMF will take all the debt of the homes in Iceland to the courts. They don't want this solidarity, and they want the people to fight inside itself. And this is their politics. So we should. It's very important to always to stick to the general issues, and also this, they are only taking this financial corruption. They are not seeing the social connection of it. They are only seeing the criminal aspect, and they are taking themselves to the court, and there they will find out of that everything was legal. And so this is an evil spiral, so to say. And this is, I think, it is inside this context we must also be reaching. Dankeschön. Die nächste Frage war hier. Ah, da, genau. Entschuldigung. Hallo, mein Name ist Leon. Ich bin auch in der Gewerkschaft aktiv und schon lange Mitglied bei ATTAC. Ich habe den Vorträgen sehr gespannt gelauscht, vor allem von Carlos' Seite fand ich es interessant, seine Einschätzung zu hören. Ich widerspreche Carlos jetzt einmal, weil ich finde es sehr naiv zu behaupten, dass diese Gespräche irgendwie die Gesellschaft in Spanien verändert haben. Ich habe die Wahlen mitverfolgt. Die Kommunalwahlen haben etwas ganz anderes gezeigt, keine Einsicht unter den Wählern so gesehen. Und ich sehe auch als Gewerkschafter, dass es politische Organisationen bedarf, um gesellschaftliche Veränderungen voranzubringen. In Island, also ich will mal behaupten, die Isländer haben es deutlich besser geschafft als die Spanier und Spanierinnen, obwohl ihre Probleme weitaus geringer sind, weil sie nämlich prinzipiell auch viel besser ausgebildet sind, viel bessere Berufe haben und auch ein viel besseres Potenzial mit sich bringen. Und also ich muss sagen, das ist auch die Frage jetzt an Carlos direkt, die ich stellen wollte. Wie stellst du dir, Carlos, es vor, euch so politisch zu organisieren, dass ihr die Gesellschaft verändert? Ich wollte noch eine Anmerkung machen. Ich finde es sehr schade, dass diese Konferenz bis 16 Uhr geht, weil um 13 Uhr die Demonstration am Alexanderplatz beginnt, auf die ich auch gehen möchte. Und also ich meine, wir müssen auf die Straße gehen. Und wir müssen aber auch nicht nur auf die Straße gehen, sondern wir müssen auch in die Gewerkschaften gehen. Wir müssen in die Parteien gehen, wir müssen, also ich muss mal die Frage an euch stellen, also ich höre hier Casino-Kapitalismus, also bei diesem Wort, wie viel Kapitalismus-Wörter muss man sich denn ausdenken, damit man mal zu dieser Erkenntnis gelangt, dass der Kapitalismus das Problem ist und nicht einfach nur das Casino, also ich meine...
Genau, und das war auch, das ist dann so die Frage an die anderen Podiumsteilnehmer vielleicht, wie sie sich das vorstellen können, dass man gemeinsam sich politisch organisiert und ob sie denn selbst auch das Problem im Kapitalismus sehen oder im Casino-Kapitalismus. Okay, danke. Wichtige Frage nach der politischen Organisierung der Bewegung, nach dem Einfluss auch der Bewegung. Carlos. I agree with you. We want citizens like in Iceland. Yes, I want it. But we are developing the tools to make this. We are developing the tools for the citizens to make this in Iceland. We are starting. We have a very long path to win these questions. It's not easy. We are in the squares. We are talking and talking and talking about this. We made mistakes, but in my country, we have to develop the path to make different things than now. I agree with you. Jetzt hatte sich hier vorne eine Frau gemeldet, deshalb, weil wir es ein bisschen gendern wollen, kämen Sie jetzt vorab. Daran anschließend würde ich sehr gerne noch ein bisschen mehr erfahren darüber, was jetzt zum Beispiel in die neue isländische Verfassung denn Kraft der Diskussionen in der Bevölkerung sich verändern sollte. Was soll da in der Verfassung stehen? Was ist geplant? Was wird diskutiert? Also eine kurze Rückfrage an Einar. Yes. Vielleicht nicht den ganzen Verfassungstext, sondern nur die... No. I will read, I have the answer to your question written in front of me. The new constitution is in some respect a very positive development, especially in the formal way it is written, with a very democratic process in the way the people who write the constitution were elected, and how the process of writing the constitution is very open and democratic. There are also some interesting changes in the proposed constitution. There is, and here is our attack critic of it. There is, however, a certain lack of awareness that the financial oligarchy must be destroyed or re-aimed in the very forceful way in order for democracy to prevail. This is the answer. And I am not, you know, the question that was here. I don't want to hear that some people are better than the other. I think we in Iceland, we are looking at the Spain and Greece, and we are learning, and they are learning from us. I think this is an interaction, and we must never fall into this discussion that one is doing it better than another. We should do it together. Dankeschön. Wir haben noch Zeit für zwei kurze Fragen, einmal hier und dann hier vorne. Damit würde dann die erste Fragerunde beendet und wir kommen dann zu den zweiten Inputs. Bitte schön. Mein Name ist Michael Bühler, ich bin Funktionär. Die Frage ist nach Transparenz. Warum gibt es in den Printmedien in Deutschland keine Transparenz? ARD und so weiter wird verschleiert. Frau Will lädt ein, falsche Frage, falsche Gäste. Das Ergebnis ist eine Desinformation. In den Printmedien... Transparenz, Grundlage jeder Demokratie, die Piratenpartei hat es übrigens auch. In den USA gibt es Matt Taibbi, der einzige investigative Journalist, der das ganze Finanzwesen auseinandergenommen hat. In Deutschland sehe ich keinen. Und jetzt die Frage. Ich sehe keinen. Die ganze Situation ist so simpel, in der wir heute sind. Es werden Risiken eingegangen und die Gewinne werden mit Milliarden Boni an die Banker verteilt.
und das Risiko wird nachher durch Einsparungen bei Kindergärten, Schulen und so weiter bei uns, selbst in der Sprache wird verschleiert. Das heißt Bankenrettung und in Wirklichkeit werden die Aktionäre gerettet. Mit anderen Worten, wann kommt endlich in den Printmedien in Deutschland die Transparenz, werden die Dinge beim Namen genannt, dass die Finanzindustrie die Politiker mehr oder minder kauft. In okay. Amerika, The Best Congress Money Can Buy, das Buch, ja, der eine oder andere kennt es. Wann kriegen wir diese Transparenz in den Printmedien? Frage ist klar geworden, danke. Die Frage, wann das in Deutschland kommt, kann ich schlecht an das Podium weitergeben. Dafür müssen wir, denke ich, selbst sorgen. Aber die Frage an Griechenland, wie sieht es dort aus mit der Information oder Desinformation in Medien? Was für eine Rolle spielen die öffentlichen Medien, die Printmedien in Griechenland? Bitte eine kurze Antwort. I can briefly describe how the media system in Greece is formed, and this may give you an answer about the German media too. Media enterprise, the media corporation in Greece, especially the private ones, they are always, they have great deficits. And the people who own them usually get their money from their other activities. For example, they are participating in the shipbuilding industry or in the construction industry, things like that. They use their media in order to exert pressure to the political power, and the political power uses the media in order to exert pressure to the people. The media is not something outside of the system. It is not an independent fourth power which judges what's going on and transmits completely objectively the situation. It is part of the same ruling class that has brought the country in the situation it is now. For me, this is the role of the media in general, and maybe this explains your question about the German media too. Also in Greece, it's very important to see how the Greek media are treating Germany. Usually we have images arriving from newspapers and magazines which show statues making indecent gestures, and we get the idea that there is some part of racism from the German public opinion towards Greece. The unfortunate thing is that similar feelings are being created in the Greek people because they are trying to find a solution. They are trying actually to understand the reasons that all these austerity measures are implemented in the country. Since Germany has a leading position in the European Union that takes all these important decisions, many people are trying to blame Germany for what's going on. And this is the worst thing that can ever happen. I mean, the distinction between the Greek working class and the German working class, which should be fighting together in order to change the whole system in the European Union and worldwide. Also ich bin Ihnen dankbar für die Frage, weil das die Gelegenheit gab zu der Antwort, wie einige sehr, sehr unschöne Tendenzen auch in den deutschen Medien, auch in Griechenland aufgenommen werden. Und das ist etwas, was natürlich gefährlich ist, gerade wenn man sieht, wie viel Verantwortung Deutschland auch für die deutsche Wirtschaftspolitik für die Entwicklung der Krise genommen hat. Letzte Frage, bitte ganz kurze Frage, kurze Antwort. Nein, es gibt jetzt eine Frage noch und eine Antwort. Nein, es gibt hier eine Frage, Entschuldigung. I want to know what's the main reason possible that in Iceland that you had a referendum in Iceland. What do you think is the main reason and how could we learn from you? I am a TAC activist and I want to do the same. I want to have a referendum in Germany. What have we to do practically? Also praktische Frage, kurze Antwort an einer. It was just pressure
from the people. And I think, you know, that was, they maybe did it to try to keep us happy. But you know, because in other issues, they were not as willing to, they were not willing to tax the big industry, or they didn't manage to do it. They were not, they did not nationalize the shareholding companies and things like, so the real, you know, change in the capitalist economy, they were nothing. They throw this, yeah, maybe as a democratic apple to us. But that's very important because we will have all the issues in this constitution about that we will have the, keep the natural resources for us, and they must be in the ownership of the nation. But one thing, the thing I'm afraid of, you know, that this development that our friends in Latin America know so good, is that this obligation the IMF is creating in our countries, is the obligation IMF is creating, it's this story of Haiti with saying you owe us so much money, but we lend you the money so you can pay us. That's the most dangerous thing. But the constitution was a piece of cake. It was easy it was an easy fight compared with the other I'm mentioning. But important, very important. Mm-hmm. Maybe the important things are very easy. It's like the anarchist said, be realistic and do the impossible. A piece of cake, das ist ein schönes Bild. Das Stück Kuchen sich nehmen. Wir kommen jetzt zu der zweiten Runde. Nachher gibt es Gelegenheit auch für weitere Fragen. Die zweite Runde der Inputs soll den Fokus haben der Krisenursachen und der Forderungen aus der Bewegung, der Forderungen von den Plätzen, der Forderungen von ATTAC. Und ich bitte Aris zu beginnen aus der Sicht von Griechenland. About five. Okay. Good morning from me too. I would also like to thank the organization for inviting us here. And it has become a rare opportunity for a Greek citizen or a Greek journalist to speak to a German audience about the causes of what we characterize as the causes of this debt crisis, and vice versa, to listen from a German audience what they think about this financial crisis. Because as Katerina was saying, they would like us to believe that it is a fight between a hard-working nation and a lazy nation, while it's a continuous fight between working classes and financial and economic elites. Katerina described in the first session the situation in Greece, but we always have to come to who is to blame for this situation, because even if we say that we are dying from hunger in Greece, if you believe that we are responsible for this situation, it's, you can say it's bad luck, we might help you like we're helping Haiti after the earthquake or something else, but that's not the solution to our problem. So who is to blame for what happened not only in Greece but the European periphery in general? If you ask our government, they will say that it is us to be blamed, that we had a party in the last decade and now we have to pay for the money that we took from Central Europe. If you ask the corporate media, they will say that it is a huge public sector that created the crisis in Greece. While if you see the statistics from the OECD, you will understand that the Greek public sector is in the average of the European Union and nothing more or less that you have in Great Britain, in Germany or in France. If you ask Angela Merkel, she will say that we have too many days of vacation. And again, if you see the statistics, you will understand that we have less days of vacation than the German workers. So who is to blame for what happened in the European periphery? In our documentary, we tried to take this story
not from the financial crisis of 2007-2008, but from the 70s. We believe that what's going on right now in a global level is a structural problem of the capitalist system itself, that it started in late 60s when this system showed that it doesn't have the ability to create the level of growth that needs in order to stay alive. They were trying to find the solutions by, you know, like taking the dirt and cover it under the carpet, and that was the neoliberal endeavor that was at the same time an attack against the rights of the working classes around the world. But in 2007-2008 they realized that even with this solution they couldn't hide the real structural problems of the capitalist system. What happened then, it was that it was for the weakest links of this global financial system that would face the major problems. And the first victim was, of course, the Eurozone. We realize now that Eurozone is a system that can survive when the economy is surviving in general and they don't face serious problems, but it's not viable in a crisis situation. For us, for European periphery, that's my personal opinion, the euro and the eurozone, it's in the core of what happened in the last few years in our country. The eurozone is a system that was created by economic elites, and it was structured in a way that creates deficits and debt to the periphery while at the same time creates surpluses to the European core. That was the reason that it was created, to facilitate bankers, to facilitate stock markets, to facilitate in general what we call as economic elites in these countries. It was only normal that we couldn't compete with an economy like Germany, like Argentina couldn't compete a decade earlier with the US economy when they had pegged their currencies, their currency peso with US dollar. So we knew that this gap, these differences in competitiveness would create deficits, and these deficits would accumulate in huge public debts. Having said that, we are not want you to believe that Greece is a working economy, well working economy, that is not to be blamed for what happened. On the contrary, but it's not, and that's the main difference that we want to explain, it's not the Greek people who are to be blamed for what happened. If you want to find the causes in the Greek economy, I think you shouldn't start with corruption, as many people even in the Greek left are saying, but you should start with the tax system that was created from the first day that the new Greek state was created. Greece is now a tax haven for the capitalist elites, while at the same time is a tax hell for the ordinary people. You just have to know an example from the shipping company, from the shipping industry, that last year all the ship owners who control something like 15 or 20% of the merchant fleet in the world, they paid only 12 million euros to the Greek states. At the same time, the illegal immigrants who wanted to get their papers in order to stay in Greece, they paid 50 million euros. So we are living in a country that doesn't want to take taxes from the bankers, doesn't want to take taxes from the ship owners, not even from the church that is the biggest landowner in Greece, and they don't pay not a single euro for taxes for the wealth that they had accumulated in the last centuries, actually. You could also blame the defense spending in Greece, which is an outcome of blackmail
from countries like United States, Great Britain, Germany or France, whenever we ask something from the global community, there will always be a minister from one of these countries together with a member of the defense industry asking the Greek government to buy more weapons in order to accept, you know, what other things that the government or the Greek people is asking. And of course there is also politicians who are taking money and they just put it in their pockets. There is corruption, but if you start with corruption, if you just say that we have a corrupted political system and if we change all our politicians, all the problems will be solved the next day, you will lose the idea of the structural problems of the capitalist system and of the structural problems of the Eurozone itself that creates this problem. Even if they give us as a present all the debt and say that tomorrow you don't have to pay anything, we will have the same debt in a few years because of these structural problems in the capitalist system and in the Eurozone. I think we could come later to what was the Greek government's response to this, and we would like to explain that when the IMF, the European Central Bank, or even the German government tries to impose strict measures against the Greek people, at the same time they are creating more problems for the German population, they are creating more problems to the European taxpayers, because it's this continuous struggle between elites and working classes and not a nation struggle towards other nations. Thank you very much. Vielen Dank, Aris. Rainer, in Island, die Frage nach Ursachen der Krise, wie wird sie dort diskutiert und was sind die Hauptforderungen der Bewegung? Du hast erzählt von den Verfassungsforderungen. Was ist darüber hinaus ein oder zwei zentrale Forderungen, die ihr dort in Island gefunden habt? Yes, I think many interesting things have happened, like, you know, at all kinds of organization have appeared, you know, I could tell the same story as my Greek friend with some changes. For example, there is maybe no defense budget in Iceland. We have no military. But for example, there was formed this interest group of the homes, like a union of people in debt. And this organization has done a very good job, and they are leading the protest, or among them protest leaders today in Iceland. The general things are much the same, but there has also been, you know, when talking about alternatives, we find us very much in a situation where people knows what they don't want. But it's very difficult to define exactly what we want.
And that is just, and we, I think we should just say that that this is an open question. And I want to mention, for example, there have also been little untraditional methods in fighting, and I think that is the things we can learn from each other. For example, when they were going to privatize the natural resources, and IMF is behind the curtains requesting that the natural resources will be privatized, and that is also a request from the European Union and OECD and the Icelandic labor unions and the entrepreneurs. Then, for example, the singer Björk, she organized a karaoke where all Icelanders could come and sing one song in protest for the against the privatization. And suddenly about 50,000 people were coming and singing. When the government comes, faces this mass content, they decided to reconsider this privatization. So so I think it's important also, and this is maybe in my field, we are trying to also organizing events and meetings where you have music, poetry, storytelling, and this political, a kind of a carnival, a kind of using the spirit of the culture in our struggle. And this is, in a way, my task to work on. So I'm here. I am sticking to some details. But in we had after this the revolt in the country, we had many organizations showing up, and I think some of them have disappeared, but I think they are there, and when something happens, I think maybe we will be much better organized next time, or when if something big happens, as I suppose will be. Yes, these are just some thoughts on this, and I hope you can use some of them. Bin einer. Carlos, in einem Hearing hat man ja den großen Vorteil, dass man auch manchmal einfache Fragen stellen kann. Wo ist eigentlich das ganze Geld hin? Also, wer sind die Krisengewinner und wie kann man es skandalisieren? Es gibt ja große Schulden und es gibt viele, die verlieren, aber das Geld ist ja nicht weg. Das Geld ist auch irgendwo. Was für Erfahrungen habt ihr damit gemacht, wie ihr den Vermögensunterschied, wie ihr skandalisieren könnt, wer gewinnt in der Krise? Well, the winners of the crisis, I talked you a big notice last week in Spain, that a person in a BBC interview talks about the real winners of this crisis, because from their point of view, Goldman Sachs is the winner of the crisis. He said that governments don't rule their countries. Goldman Sachs ruled the world. And in my point of view, the financial markets are the responsible, the winners.
to this moment, because if we don't they anything, we lose again. Maybe. Ist das etwas, was sich in der Öffentlichkeit transportieren lässt? Also wir haben neulich darüber gesprochen, wie schwer es ist, nicht nur zu erklären, sondern auch emotional ansprechbare Botschaften zu vermitteln, die auch wirklich verstanden werden. Es ist ja unglaublich, was alles sozusagen toleriert wird. Und wie schnell man wieder in der Sprache der Experten landet, wo dann in ganz vielen Zahlen ganz viel verschleiert wird. Wie schafft ihr es, diese Botschaft klar genug zu vermitteln? Damit knüpfe ich an etwas, was Einar vorhin gesagt hat, wie wichtig die Sprache ist, wie wichtig wirklich klare Botschaften sind, ohne dass sie dann sozusagen inhaltlich falsch werden dürfen. Wie schafft ihr das? This is the work of ATTAC. I don't know. This is my limitations, because I don't know what's happening in my country. We have to wait some years to know what's happening in Spain. Maybe the unemployment, maybe everything. But we are not clearly about this, because 14 May, there is nothing. But 15 May, the citizens want more information about this situation. They don't know what's happened, and they won't know now what is happening. Maybe in some years we know what's happened, but now we are explaining and talking and debating in the streets, in the squares, a lot of hours about it. And we expect that this is a long-term bomb in the mind of the people, to do something later. Okay. Ich würde jetzt gerne ein zweites Mal für Fragen öffnen. Wir haben nicht mehr ganz viel Zeit übrig, aber 3-4 Fragen sind gut möglich. Wir werden versuchen, das wieder etwas zu mischen, Männer und Frauen. Bisher nur Männer. Dann starten wir dort hinten, dann dort und hier vorne. Und ja, bitteschön, dort oben. Wo? Ja, ich kann hier nicht so ganz viel sehen. Okay, also wir starten da oben, dann dort, dann da. Bisschen lauter, bitte. Die Aufschläge für Staatsanleihen, die zum Beispiel heruntergestuften, heruntergeräteten Staaten zahlen müssen, die teilweise über 10% oder noch höher liegen, sind die Zinsen, die in die Geldverleihertaschen fließen. Das gilt genauso für alle Schulden, die wir haben, ob sie nur um 5% oder über 10% liegen. Gelder, die die nationalen Haushalte in ihrer Wirtschaft nicht mehr haben. Wir zahlen allein ein Viertel unseres Bundeshaushaltes nur für Zinsen in Höhe von 71 Milliarden Euro. Dieses Thema gehört mit dazu, wenn wir eine Akutversorgung haben wollen. Bevor wir Zeit gewinnen, über langfristige Lösungen zu diskutieren, sollten wir die Blutung stoppen. Und das ist praktisch die Ausblutung der Volkswirtschaften, die kein Geld mehr haben für ihre Sozialaufgaben. Und das sind die Zinsen, die überall in Europa abfließen. Früher war es nur die dritte Welt. An wen geht die Frage? Heute ist es auch, sind es die Industriestaaten genauso. Also, was war die Frage? Bedeutung der Zinsen. Wann thematisiert ATTAC und die Friedensbewegung und alle Engagierten auch die Zins,
Umverteilung, durch die das Geld von Arm zu Reich umverteilt wird und die uns die Möglichkeit nimmt, dass Griechenland eine Chance hat, wieder eine wirtschaftliche Stabilität zu erreichen. Also Bedeutung der Zinsen. Zinsenforderung. Ja. Ich sammle erstmal ein paar Fragen. Hier war eine Frau, die sich gemeldet hatte. Gut. Trotzdem sammeln wir jetzt erstmal hier vorne, bitte. Ja, bitte. Wartet der. Ja, gut, hier. Sie wollten vorhin schon, bitte. Damit es keinen Ärger gibt. Also, ich danke erstmal, dass Sie diese Veranstaltung machen. Und es zeigt aber, dass das eine unglaubliche Komplexität ist, die so viele Themen auch anschneidet. Und es betrifft ja auch nicht nur Europa, sondern auch das, was Europa oder beziehungsweise die Herrschenden Europas den anderen Ländern der dritten Welt antut. Und deshalb wollte ich auch noch erwähnen, dass wir nicht vergessen sollten, dass die ganzen Gegner, die wir vor uns haben, die unser Leiden verursachen, die Konzerne, dass die in einem neoliberalen System, aber auch militärisch immer gestützt werden. Und ich meine, wir sollten es nie vergessen, dass wir auch diesen Teil des Kampfes, den wir führen müssen, gegen unsere Gegner von gutem Leben, unsere Gegner von sozialer Gerechtigkeit, auf jeden Fall auch immer das Militär ist, beziehungsweise die NATO. Und deshalb habe ich hier noch eben ein kleines Plädoyer, genauso wie der Herr auch, dass dieses Thema auch eigentlich ein Teil von dessen ist, was der griechische Vertreter ja auch angeschnitten hat, dass da sehr viel Geld hingeht, dass das genau dass die Stabilisierung auch des Systems ist. So. Okay, also ein Statement, Rüstungsausgaben immer auch im Blick zu behalten. Ich würde bitten, für die beiden Letzten, die jetzt weiter Fragen stellen, wirklich keine Statements, sondern Fragen jetzt erstmal zu stellen, damit es anregt, auf dem Podium auch zu antworten. Einmal hier vorne bitte. Ich würde noch zu der Frage, wer sind denn die Gewinner, wo ist das Geld? Frage an Carlos Cuesta. Ist es nicht so, dass in Spanien die Eigentümer der großen Immobilienunternehmen diejenigen sind, die unglaubliche Mengen Geld verdient haben, genau mit dieser Immobilienblase, unter der jetzt das ganze Land stöhnt? Und sind es nicht die Aktionäre der Banken und anderen Finanzinstitutionen, die diese Kredite vergeben haben, die im Laufe des Immobilienbooms unglaubliche Mengen Geld verdient haben und nun, wenn man so will, die Schäden der Insolvenz auf den Steuerzahler abwälzen. Also ich glaube, es gibt nicht nur Gewinner im fernen New York, sondern es gibt auch in Spanien eine Menge Gewinner, oder stimmt das nicht? Okay, die Frage geht dann gleich an Carlos und wir sammeln jetzt die letzte und dann machen wir hier die Schlussrunde. Das ist die Möglichkeit, mit der Zeit auch hinzukommen und dort bauen wir dann die Fragen ein. Hier war noch irgendwo eine Meldung. Gut, dann hier vorne, dann. Wie man hier hört, ist als aktuellstes Beispiel die Dexion Bank in Frankreich und in Belgien nun gestrandet. Belgien kauft diese Bank für 90 Millionen. Bitte? Lauter bitte. Ja, die Frage. Also Belgien jedenfalls kauft diese Bank für 4 Milliarden und bekommt dafür 90 Milliarden Schulden. Werden die Banken nicht generell verstaatlicht? Ganz einfach. Wir kaufen sowieso, wir zahlen und diese Banken sollten alle in Europa verstaatlicht werden. Es gibt keinen Sinn für solche Institutionen. Gut, wie war das mit der Frau, die ganz zum Schluss sprechen wollte? Jetzt ist die einzige Gelegenheit, noch ganz zum Schluss zu sprechen. Aber bitte eine Frage, das wäre schön. Ja, ich habe eine Frage zur Organisation des heutigen Tages, weil ich irgendwo befürchte, dass er zu einer Zersplitterung unserer Kräfte führen könnte.
Attac hat aufgerufen, um 5:30 etwa vom Kanzleramt zu sein. Wenn es ab 1 Uhr eine Demonstration gibt vom Alexanderplatz aus, werden wir uns kaum mit denen um 5:30 vom Kanzleramt zusammenfinden. Wie kann ich mir das erklären? Okay, die Frage gebe ich weiter an die Organisatoren des heutigen Tages. Christoph wird gleich sowieso noch was Organisatorisches sagen. Die würde ich jetzt aus dem Podium heraushalten, aber danke für die Anregung, darüber noch mal kurz auch Aufklärung zu geben. Ich wollte, bevor ich an die Schlussrunde ans Podium gebe, noch mal kurz darauf hinweisen, Attac selbst hat also hier auch in Deutschland ja eingeladen zu diesem Hearing, weil wir die besondere Verantwortung und Bedeutung auch der deutschen Wirtschaftspolitik für die Krise sehen. Wir haben einige wichtige Forderungen aufgestellt, die wir auch immer wieder im Augenblick in die Presse bringen. Es gibt einen Aufruf, der von Attac und Campact in der nächsten Woche auch veröffentlicht wird, der sich auf einige wichtige zentrale Themen bezieht. Bankenregulierung, keine Bankenrettung ohne demokratische Kontrolle. Der zweite Punkt, Beteiligung der Kapitalbesitzer, also Profiteure zur Kasse bitten, und Finanzmarktregulierung. Daneben die Anregung, über den Schuldenaudit nachzudenken. Das wird Thema auch im zweiten Block sein. Und eine sehr wesentliche Forderung, die sicher mittellangfristig zu erreichen ist, dass die öffentliche Daseinsvorsorge den Finanzmärkten zu entziehen, als eine wichtige Konsequenz aus den Zusammenbrüchen der Finanzmärkte und den daraus folgenden sozialen Folgen, die Entwicklung eines sozialen, solidarischen Europas. Das sind wichtige, kurzzeitige und mittelfristige Forderungen, die Attac immer wieder stellt und im Augenblick auch sehr klar äußert. Und ich würde jetzt gerne die Fragen, die aus dem Podium kommen, in die Schlussrunde auf dem, also die aus dem Publikum kommen, in die Schlussrunde aus dem Podium einbringen. Ich würde gerne mit Carlos beginnen. Dort war die Frage gestellt worden nach den Gewinnen bei den Immobilienbesitzern. Bitte, Carlos, ein Schlussstatement, und vielleicht kannst du die Antwort dort nach den Verantwortung der Immobilien einbauen. Three years ago in Spain there was a lot, thousands and thousands of real estate companies that has broken now. There is thousands of real estate companies that has broken from 2 years ago. And where is this money? Where is these buildings? In the same people, the banks. The banks are the main owners of the buildings and the homes in the country. They are controlling the prices, because if they go down quickly, the banks go bankrupt and we will pay again. Hello. Yes, okay. Excuse me. Yes. One of the rich men in Iceland, one of the real casino capitalists, he was asked, where is the money? What happened to your money? And he answered, the money, they go to money heaven. And this same guy, he has, for a very short time ago, he has made a film about himself. They are trying to buy their respect back. They are trying to do it with the same money. And this man, this guy, he was financed by Deutsche Bank, and he bought the medicine industry, Actavis. He had a telephone
companies in Eastern Europe, and this man, among the others, he had private jets and everything. He was among the people who were to create very much inequality in Icelandic society. And this was financed through Deutsche Bank. And now Deutsche Bank wants us, through IMF and EU, to pay back his debts. And this is, I think when people are begin to realize how absurd this logic is, I think then we have something. Then we have something when people, as we can also see in many places where people are stopped believing in. For example, in Iceland, there are a lot of people who they don't pay their debts at all. And so I think in some sense we should stick to the reality, because part of all these things that are gone and have disappeared through the financial system, they are nothing. And they were nothing, but what is left is the houses, the buildings, the swimming pools, the schools, educated people, etc., etc. This is what we have, and this is what we shall be saying to them. We are going to keep this and get more on this realistic basis. So, and then they can do whatever with the banks they like, you know, but that's not our problem. Danke, Anna, für dein Schlussplädoyer. Aris und Katharina, ihr hattet euch geeinigt, dass ich Aris dich anspreche jetzt für die Schlussrunde. Und die Bitte wäre, dass du vielleicht in dein Statement die Frage nochmal einbaust nach der Bankenverstaatlichung. Das ist ja eine sehr, sehr wichtige Frage. Also was kann aus griechischer Sicht demokratische Kontrolle, öffentliche Kontrolle von Banken sein? Aris. Yes, I do believe that bank nationalization is a last but not least measure in a chain of action that the governments of the European periphery should take. No one can expect from countries like Portugal, Spain, Ireland or Greece to repay these debts. Greece right now owns something like 360 billion euros. It's simply impossible to repay this debt, and we should understand that the country in some weeks or some months will default. And we have to separate what they are trying to do, the governments and the corporate media, is what they were doing in Argentina 10 years ago. They are trying to persuade us that the public debt is the same thing as the personal debt, that you are obliged in an ethical way to repay this debt. That's not the case for many reasons. One of the reasons is that these debts in the European periphery are illegal in big parts, are odious in big parts. But even if we're perfectly legal, which is not the case, you cannot ask from a country to close down the schools, to close down the hospitals, to let the people die in the streets in order to repay debts to foreign banks. That's the first thing. The second thing, and that's something that we could discuss about, is that this system that was created in the Eurozone is, as I was explaining, in the center. So leaving the Eurozone should be considered, probably, as a measure to deal with this crisis. And I'm not saying that from a nationalistic point of view. Eurozone was never
the ideal form for the people of Europe was an ideal form for the economic elites of the Europe. If you do these two things in Greece or in other countries, it is certain that the banking sector will collapse. And that's where the nationalization of the bank is coming as a solution to the problem. For all these measures, for default, exiting the Eurozone, and nationalization, always depends on who takes the initiatives, because they can impose a default, they can impose exiting the Eurozone, and they can impose, in a way, nationalizing the banks as a mean to save the economic elites of every country and to save foreign banks. So if the people take the initiative to do all these things, they can really change what we call the balance between capital and working classes. If they let them take the initiative, this will be a disaster, not only for people in Greece, but also for other people around Europe. What the Greek government is trying to do now with the taking orders from the IMF, the ECB, and many European countries, is to give time to foreign and Greek banks to get rid of the Greek bonds. That means that they are sending back the Greek bonds to the European Central Bank, and that means practically that they are sending this debt back to you, back to the European taxpayers, that they have to pay for a crisis that was not created by the public sector, that was not created by the people, but it was created by financial institutions all around the world. So we shouldn't give them this opportunity. We should take the initiative, and there are many things that we can do. For example, people here from Ecuador, they can talk about the audit commission that President Rafael Correa created in order to see who owes to whom and if this this debt is legal. But at the end, it's not about economics. It's a political fight. It's understanding that it's us against them. It's not Greeks against Germans. It's working people against financial and economic elites. Aris, vielen Dank. Viele der Fragen, die heute Morgen aufgeworfen wurden in der ersten Runde unseres Hearings, werden im zweiten Block dann vertieft werden können. Wir werden dann mit einigen Ökonomen, Wirtschaftsjournalisten hier in der zweiten Runde über Fragen der Finanzmarkt- und Bankenregulierung sprechen. Wir werden darüber sprechen, wie die Gewinner der Krise und die Besitzer des Kapitals beteiligt werden, also über Besteuerungsfragen sprechen. Wir werden über das Konzept der illegitimen Schulden sprechen und über Schuldenaudit. All das wird im zweiten Teil des Hearings vertieft. Ich danke an dieser Stelle erstmal Ihnen und euch ganz herzlich für alle Aufmerksamkeit, für alle wichtigen Rückfragen. Und ich danke vor allem dem Podium, Aris, Katharina, Einar und Carlos für die sehr wichtigen Inputs und die sehr lebendigen Eindrücke aus euren drei Ländern.